Hallo Leute, willkommen zurück zum Forstsimulator eigentlich. Ja. Nein, Landwirtschaftssimulator noch immer. Ja, noch ist es immer der reine Landwirtschaftssimulator 2005, nee, 13, 15 kommt dann als Forstwirt. Genau. Mit dabei wieder der Darcy, wer sonst? Ja, hallo. Und Oh, wir mal gucken, probieren was ich heute. heute kaputt machen kann. Genau, wir probieren ein zweites Mal, dass wir die Bäume da aufladen. Ja. Da wo haben wir gesagt, da liegt. Ah, ich genau nicht, ein Wagen liegt einer. Ja, genau daneben. Mal gucken, ob das heute wieder genauso gut klappt. Ja, wenn du nicht über einen Ast drüber fährst, soll's passen. Ach, lass mich mal machen. Ich kriege das bestimmt noch hin. Das befürchte ich auch. Ja, jedes Mal durch in die falsche Richtung. Also diese 27-fach Belegung, die nervt schon ein bisschen. Ja, stimmt. So eine automatische Zugreifer wäre auch nicht schlecht. Einfachsteuerung oder so. Bin ich Ja. jetzt drüber? Bis drüber. Ja, man Ups. merkt. Ja. Jetzt hättest du beinahe dann den Wagen hier ausgekippt. Ja. Es sieht sehr eigenartig aus. Wisst was? Dann lass mal da liegen. Gut, da verrotten. Ich habe keine Lust, dass ich den jetzt auflade und der ganze Hänger fliegt rum. Was ja bei diesem Spiel, bei dieser tollen Physik, das war da mal rein auch noch. Ja. Ja, du stehst genau auf mir drauf eigentlich. Ich stehe auf dir, ne? Dann geht es nicht mehr, wenn ich einen halben Meter vor bin. Ach so. Also sah von meinem Perspektive nicht so aus. Ja, jetzt ein bisschen drehen. Ich sehe nichts. Ja, ein bisschen nach rechts oder links, eins von beiden. Boah, die Kamera. Weil du bist drüber. Lass mal los, ja. Lass einfach los. Ja, wie soll ich den kriegen? Andere Seite fahren. Oder ich kann ihn so irgendwie rausziehen. Hast du den schon geschnitten? Ich glaube, der, doch, der ist geschnitten. Nur der, der da hinten mit den Ästen liegt, der ist noch nicht geschnitten. Okay. Also ich hoffe Ja. wirklich, dass die Zangensteuer, So. also oder die. Bisschen hoch wieder. So, und jetzt runter zugreifen. Jo, du hast ihn. Ganz vorsichtig am anderen Baum vorbeilotsen. Ja. Hochkonzentriert. Kommen wir ein bisschen entgegen. So. Jetzt. Warte, Richtig. ich fahre noch ein Stück. So, dann brauchst du nur runterlassen. Jo. Nee, langsam werden wir ja das Profi-Dream-Team. Ja. Und das ist der Kampf mit dem Baum. Genau. Du, in Schottland spielen sie mit Bäumen. Ja, stimmt. Baumweitwurf. Zum Beispiel. Ja. Zugreifen. Ja, noch ein Tischstück runter. Halt. Hoch wieder. So, runter. Runter. Noch weiter. Zugreifen. Ja. So. Jetzt zugreifen. Komme ich da Ja, durch? man kann ja Ja. ein bisschen ranziehen zu dir. Geht sich Ja, oder alles so, aus. ja. Ja. Man kann echt nur hoffen, dass entweder der Modder noch ein bisschen nachbessert oder dass beim Landwirt 15 die Das. Steuerung besser ist. Ja. Aber da habe ich meine Zweifel bei Giant. Okay, warum?
weil die sowieso mit Physik auf Kriegsfuß stehen. Ein bisschen, so, noch ein bisschen Meter, einen halben Meter vor noch. So, loslassen. So, ja, da liegt noch so ein kurzes Stück. Ja. Guck mal, ob du es kriegen kannst, sonst. Vielleicht hat der Mod da drin noch einen leichten Bug bei den kleinen. Ja, es ist gut möglich. Genau runter, ein bisschen zu dir noch anziehen. So, und weiter runter jetzt. So, ja, stopp, ein bisschen 20, 30 Zentimeter. Jo, und jetzt so gerade runter. Stopp. So, noch runter. Eigentlich müsste sie genau so runter und dann zugreifen. Ah. Jo, jo. Ja, die Ja. Physik. Na, das liegt daran, weil der Arm, weil ich über ein Dings drüber griffen. Nicht vor dem Fahrzeug arbeiten, sondern hinter dem Fahrzeug. Gerade bei Das Bäumen sind kann ja das ungesund enden. so runter. Halt. Ein bisschen mehr. Ja, stopp. Und jetzt genau ein Stückchen runter noch. So, und jetzt zugreifen. Gut. Mamma mia. Geschicklichkeitstest ist das eher als wie Arbeiten. Ja, das ist richtig. Wenn mal ich stopp. Ups. Sonst haust du den Wagen rum. So. Hoch. So. Ein bisschen drehen. 90 Grad. So, und dann fallen lassen. Ich hoffe echt, dass den Zuschauern das wenigstens dann noch Spaß macht. Ja, jetzt ist die Frage, laden wir noch einen auf oder fahren wir mal zum Sägewerk? Lohnt sich eigentlich noch nicht so wegzubringen. Nee. Ich hole mal eben die Säge für gucken, ob ich da die Äste. Also, nee. Meine Säge hängt ja am LKW oder am Traktor dran. Der ist auch schon fertig, der Baum. Achtung, Baum fällt! So, und Wow. ich brauch mal Sprit. Wie ist das gegangen? Was hast du gesagt? X? X war das. Aber nicht bei dem Fahrzeug. Also. Einsteigen dann. X bringt gar nichts. Also bei dem einen, bei deinem, wo du den Kran dran hast, ist es X-Siebel. Was steht denn hier? Motorsäge auftanken. X steht bei mir. Bei mir kommt das gar nicht. Du stehst an der falschen Position, bestimmt. Mut, Stell dich auftanken. mal. Hast du? Hab schon. Gut. Man könnte echt meinen, dass wir in der Ausbildung wären. Bei wem? Ja, der Lehrherr ist nicht da. Der konnte sich das nicht mehr antun, das Elend. Der hat gesagt, der geht lieber. So, das hätten wir. Dann müssen wir da durchschneiden. Ja, Leute, ich hoffe, es macht euch noch Spaß, uns beim Fehlen zuzusehen. Ja. Aber ihr wolltet es ja auch so. Das ist wahr, ja. So, eigentlich müsste der fertig sein. Oder hat noch irgendwo eine Markierung? Ich glaube nicht, ich sehe keine. Vor lauter Grün. Ja gut, dann laden wir mal auf wieder, oder? Willst du? Nee. Ja, muss ich mal machen, das ist. Du hast, du bist der Fachmann da drinnen.
Genau, ja, so schaut's aus. Du könntest dich da parallel zu mir herstellen. Moment. Wo bist du denn da? Aufpassen, dass wir jetzt nicht gegen irgendeinen Baum stoßen. Ja, das wäre nett. Weil dann ladest wirklich du auf. Ich muss weg. Hab Urlaub beantragt. Beim Ja, Lehren, beim Lehrherrn. aufmachen. Das genau drüber. Ja. Wo ist der jetzt hin? Da kommt er wieder. Irgendwie ist das mit der Physik von den Fahrzeugen auf die Baumstämme übergegangen. So, Ich glaube runter, ja, noch das ein ist. Stück runter. Ich glaube, das ist ja die So. Ballenphysik, die sie da Ja. verwenden. Stimmt. So, nach oben. Ja, das könnte gut sein, dass das. Da ist das ja auch ein Krampf. Ich hoffe, dass es da noch demnächst ein paar Fahrzeuge gibt, die da besser für geeignet sind. So, du musst noch einen halben Meter rüber über mich. So, stopp. Und jetzt loslassen. Jo. So, weiter geht's. Das Baumwelt da, das ist ja ein Wahnsinn. Mit der Maus zu steuern, das ist ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob es mit Gamepad einfacher wäre, ich glaub's nicht. Die Steuerung ist noch nicht ganz optimiert. Jo, alles klar. Oh, hoch. Noch ein Stück höher. So, stopp. Und jetzt zu mir rüber. So, loslassen. Ups, falsche Vorsicht. Richtung. Hinten ist noch so ein kleiner Baumstamm Ja, und den hier nehme ich bei dann meiner, zum Schluss. ja, bei mir ist noch dieser Rest davon. So, das mache ich jetzt nicht. Nicht nochmal. So, ja, bis rüber, bisschen tiefer. Ja, noch ein Stück halt, Vorsicht. Er hat daneben gegriffen. Ja, was noch nie, was ein bisschen zu hoch. Noch ein Stück tiefer. Halt. So, und jetzt noch ein Stück runter. Ich komme nicht mehr weiter Ja. runter, dann nehme ich den Traktor auf. Boah, ey, nervt nicht. Wieso rutscht der so deppert auf Zeiten? So, jetzt zugreifen. Jetzt war das. Bist du sicher, dass das der Landwirt ist und nicht ein Geschicklichkeitsspiel? Ja, ich weiß nicht. Oh, la 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 la. Alles berechnet. Ja, kannst fast ein bisschen tiefer setzen, dann kannst du mich schon loslassen. Bist nämlich genau drüber. Das war aber diesmal nicht ich. Was ist denn das für eine scheiß Physik, hey? Wie kann der überhaupt Ja. daneben runterfallen? Ja, nee, besonders wie können die anderen da durchfallen und am Boden liegen? Gebiete, Jetzt bleib muss ich stehen, mal bleib. gucken. Ja, ich muss vorsichtig, weil da liegen überall welche am Boden. Das ist eine scheiß Physik sondergleichen. Ja. So, Das warte, ich hat's. muss den mal versuchen zum Wegziehen da. Ja. Warte mal eben, wenn ich ein bisschen nach hinten fahre, könnte es eher hinhauen, dass du ein bisschen mehr Spielraum hast. So. Guck mal. Nee, hoch noch ein Stück. Und dann noch einen halben Meter. Nee, nochmal hoch. So, jetzt. Vorsichtig. Und runter. Ja. Und zugreifen. Und jetzt einfach nach vorne fahren. Gut. Meist der erste liegt da noch einer unter deine Räder. Ja, aber ich guck mal, ob ich an dem vorbeikomme, weil der liegt, da kommst du so nicht dran. Da muss ich mal gucken.
Vor allem, dass die Also Baumstämme nichts irgendwie fixieren. Die verfalten sich wie irgendwelche Flummibälle da drinnen. ja, aber das ist aber auch unrealistisch, dass sie einfach durch diese Gitterstruktur fallen. Ja, also entweder liegt es Also, an dem Anhänger, dass der irgendwie fehlerhaft ist. ja, wir haben ja noch einen, ja, sonst müssen wir den mal benutzen. Ja, das heißt, ich würde sagen, wir laden die dann nochmal auf und dann fahren Ja. wir zur Dings. Falls wir das irgendwann noch hinkriegen. Falls, ja, du sagst es. Die Kransteuerung ist auch nicht einfacher, da sie. Was? Die Kransteuerung ist auch nicht einfacher als diese Nö. dämliche So, Scheiße. und zugreifen. So, bleib du einfach stehen, ich bewege mich. Ja, ich kann auch nicht zurück, weil wegen den Baumstämmen, die dahinter sind. So, stopp, langsam. Ein bisschen drehen. So, ja, loslassen. So, schaffen wir das in 5 Minuten? Ich weiß nicht, was unsere Zuschauer von uns denken. Ich will es gar nicht wissen. Die sitzen vor dem Monitor und möchten am liebsten den Monitor erschlagen. Wahrscheinlich, ja. So, langsam. Runter. Ein bisschen einen halben Meter nach vorne. Ja, noch ein bisschen hoch. So, und zugreifen. Jetzt hast du zwei Äste dran. Wurscht. Bleib, zieh einfach mal hoch, ich fahre ein Stückchen zurück, Warte, da ohne liegt dass noch du dich einer. jetzt. Ja, ich sehe den. Aber der dürfte mich nicht jetzt allzu viel stören. So. So, es wird weit. Nö, oder? Doch. Doch, das ist. Weil der eine stammt. Warte. So. Also von der Länge jetzt runter langsam. Ja. Und dann lass mal los. Wunderbar. Dann ziehe ich jetzt wieder ein Stück nach vorne, damit du den anderen greifen kannst. Die rutschen anständig hin und her auf deiner Ladefläche. Ja. Bin mal gespannt, ob wir die überhaupt abgeliefert kriegen. Ich auch. So, zugreifen. War wieder ein Stückchen zurück. Ja. Mach das. Aber ich würde sagen, nach der Ladung werden wir So. mal abliefern fahren. Ein bisschen zu dir ziehen. So, ab. Und jetzt runterlassen. Jo. Einer ist noch da. Den machen wir auch Hinter noch in der mir. heutigen Folge und dann pfeifen wir drauf. Ja. Nach vorne. Weiter, stopp, langsam. So, ich komme wieder ein Stück zurück. Noch ein Stück, stopp. Noch ein Stück, das müsste reichen. Ja, wunderbar. Wahnsinn. So, die fahren wir dann aber in der nächsten Folge weg und dann werden wir schauen, ob wir den Anhänger wechseln. Ja, genau. Also, weil der ist auf jeden Fall nicht sehr gut dafür geeignet, muss ich sagen. Das ist wahr. Tja, Leute. Die Versagernummer für heute ist auch vorbei. Ich sag schon mal Ade, bis zum nächsten Mal. Jo, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, wenn nicht, dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.